erstens eindeutig viel zu heiß, deswegen hatte ich auch keine Lust, Videos zu drehen, gebe ich ganz offen zu, hatte keinen Bock drauf. Aber ich will mein Vergiss-mein-nicht-Tag-Video machen. Als allererstes, ich habe die BB-Creme nicht mehr, die in verschiedenen Videos gesehen habe, die habe ich nämlich meiner Cousine gegeben, weil sie gesagt, sie bräuchte da eine Pflege und sie weiß nicht, welche sie nehmen soll, und weil ich die eh nicht gern benutzt habe, habe ich sie einfach gegeben. Also ist die mal weg, kann ich sie auch von meiner Liste streichen. Dann will ich euch zuerst noch zwei Sachen zeigen, die ich leer gemacht habe, was auf meiner Liste gestanden sind. Weil sonst ist eigentlich alles gleich, ich muss nur eine Bodylotion noch dazu schreiben. Ich habe das Gefühl, dass das Video irgendwie überhaupt nicht weitergeht, weil ich einfach so eingremfaul bin. Ich habe mich heute eingremt, aber dazu kommen wir noch. Also, als allererster, dann kann ich dieses Riesending endlich auch wegwerfen. Obwohl ich den Duft so liebe. Ja. Das ist von Soap & Glory, jetzt hatte ich gerade einen Hänger, das Peeling. Ich kann heute echt nicht reden, es ist eindeutig zu heiß. So, das stand ja auch auf meiner Liste. Ich würde es mir auf jeden Fall nachkaufen, aber ich weiß nicht, wo ich es kriegen könnte. Ich müsste mal auf Amazon schauen, ob es das gibt, die Sachen, aber ja. Dann habe ich eine von zwei Yves Rocher-Masken aufgebraucht. Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Das war einmal die. Ich habe sie sogar aufgeschnitten. Was ja bei mir selten der Fall ist, dass ich sowas mache. Ihr kennt mich. Aber bei der habe ich es gemacht. Und ja, weil es war wirklich noch viel drinnen. Da war mindestens eine Anwendung noch drinnen. Deswegen habe ich die auch aufgeschnitten. Ja, ich habe noch eine, aber ich finde die jetzt halt nicht so gut. Ich bin froh, dass ich die eine geschafft habe, leer zu machen. Die werdet ihr aber noch im Aufgebraucht-Video sehen. Nochmal sehen. So, weil das habt ihr schon gesehen. Das hole ich jetzt mal da ins Bett. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die ich noch benutze oder neu hinzugefügt habe oder sonst was. Fangen wir mit dem Neuesten an. Das ist einmal das hier. Das ist eine Bodylotion von einem Duft, der Modern Princess heißt. Und ich liebe den Duft. Und wir haben damals in der Arbeit die Bodylotion geschenkt bekommen. Und ich habe mir gedacht, ich werde versuchen jetzt am Abend mich einzugremen. Das Problem ist, ich bin so müde am Abend, dass ich sogar geschminkt einschlafe, was mir jetzt schon zweimal passiert ist, was nicht gut ist für die Haut. Es ist eindeutig zu heiß, ich kann nicht mal reden. Ich habe mir gedacht, ich habe so viele kleine parfümierte Bodylotions, dass ich sie einfach aufbrauchen, also versuche aufzubrauchen, so als wenn ich frei habe und in der Frühzeit habe, mich einzucremen oder sonst was, werde ich jetzt versuchen, Bodylotions aufzubrauchen. Das ist jetzt die erste, die ich probiere leer zu machen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Die muss ich auch noch aufschreiben. Dann, oh Gott, das ist alles dreckig. Dann habe ich ja noch die Soap & Glory Body Butter. Die habe ich überhaupt nicht weiter verwendet. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ich finde das, naja, es ist schon weniger, aber ich habe die schon lange jetzt nicht mehr benutzt. Dann habe ich noch die Haferprodukte von Yves Rocher. Das Blöde ist, das Duschgel wird sicher bald leer gehen, weil ich das häufiger benutze. Ich liebe das noch immer. Ich könnte drin baden, wortwörtlich. Ich liebe das. Aber das Problem ist, ich bin zu faul. Ich hasse das, wie alles dreckig ist, weil das so lange steht. Aber ich bin zu faul, die Sachen zu benutzen. Die Handcreme habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet. Die ist jetzt bis daher. Aber das ist auch nicht wirklich viel, würde ich jetzt mal sagen. Wirklich nicht viel. Ah, ich habe eine Handcreme vergessen. Kurz noch einen Blick. Bei dieser Hitze schaltet echt das Gehirn ab. Ihr habt ja die Handcreme noch gesehen. Ich muss dann halt auch so viel schneiden, tut mir leid. Ich habe ja auch die Bodylotion noch, die ich benutzen will von Hafer. Aber irgendwie geht da überhaupt nichts weiter. Es ist ein bisschen was weg. Aber ganz, 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 ganz wenig leider, weil ich einfach eingremvoll bin. Oh mein Gott. Ja, dann habe ich eine Handcreme, die habe ich jetzt ein paar Mal verwendet. Ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel drin. Wenn ich Glück habe, wird die nächsten Monate leer. Das ist auch von Yves Rocher. Die limitierte Clementinen Spice, also Mandarine oder Orange und Zimt, würde ich jetzt sagen. Es ist auch das abbildet, meiner Meinung nach. Sie riecht natürlich winterlich, aber ich finde sie okay. Sie riecht auch relativ lang auf der Hand und ich mag die total gern. Ich mag sie wirklich gern. Ich versuche so ein bisschen Handcremes aufzubrauchen. Ich habe da beim Computer auch eine stehen. Aber es wird einfach nicht. Mein Bruder wollte doch vor kurzem schon meine Handcremes haben,
weil er gesehen hat, dass ich so viele habe. Wie fies ist denn das eh? Dann habe ich noch das Duschgel von Soap & Glory. Ich gebe zu, ich habe schon lange nicht mehr verwendet, weil es bis hierhin leer ist, fast. Also es ist bis hierhin aufgebraucht. Und ja, ich glaube, das werdet ihr noch öfter in dem Video sehen. Also ich werde euch damit öfter noch nerven, glaube ich. Dann habe ich, wie gesagt, noch eine zweite Maske von dieser Cranberry, was ich eine aufgebraucht habe. Und natürlich die Augenmaske von Clarins, die ist jetzt aber schon bis hier. Ich habe die jetzt vor kurzem wieder verwendet, da bin ich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das sagen kann. Das Blöde ist, es biegt alles so komisch. Dann habe ich natürlich noch die 8-Hour-Cream, die ich jetzt manchmal für offene Wunden oder Pickel oder sonst was verwende. Warum ich die eigentlich in dem Aufbrauchding habe, weiß ich eigentlich auch nicht. Ja, kommen wir zurück zur Augenmaske. Ich muss schauen, dass ich die versuche aufzubrauchen. Ich muss es wirklich, wirklich hinbekommen, dass ich die aufbrauche. Das Positive ist, in letzter Zeit hatte ich mehr Lust auf Duschmasken oder auf Augenmasken, weil es eben so heiß ist. Deswegen habe ich so Bock drauf, so kühlende Sachen zu verwenden. Das ist das Positive, das muss ich ausnutzen, wirklich ausnutzen. Wie ihr gesehen habt, hat sich da nicht so viel verändert. Ich habe halt nur ein Produkt jetzt noch dazu genommen, weil ich zwei leer gemacht habe. Und weil ich ja generell so ein Creme-faul bin, habe ich mir gedacht, nehme ich mir vor, ein bisschen mehr Bodylotions reinzunehmen. Ja, es ist eindeutig zu heiß, Leute, ich krepiere noch hier. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Weil viele, ihr seht ja, wenn ich so eine, das ist für mich nämlich eine Aufbrauch-Challenge, ja, dass ich die Sachen da aufbrauche. Für mich ist das nicht leicht, wie ihr seht. Weil wenn ich das dann mir vornehme, es leer zu machen, habe ich dann keinen Bock mehr drauf. Das ist mein Problem leider. Ich habe da wirklich dann keinen Bock drauf, die Sachen zu verwenden, wenn ich sie mir vornehme. Also, ich werde jetzt natürlich weiterhin versuchen. Mit der Maske hat das ja gut funktioniert. Also, jetzt hätte ich mir fast ins Auge gehauen. Also, werde ich es mit der natürlich auch schaffen. Ich werde auch die Liste, glaube ich, mal wieder überarbeiten und ein paar neue Produkte vielleicht reinnehmen und ein paar neue raus, damit ihr das nächste Mal nicht wieder dasselbe seht. Ich glaube, das werde ich jetzt rausnehmen, weil das macht irgendwie keinen Sinn, weil ich benutze es halt nicht immer. Ich habe in der Arbeit nämlich auch eine kleine Tube und ich benutze es halt nur, wenn es wirklich notwendig ist. Ich benutze das nur, wenn die Lippen wirklich offen sind oder aufgesprungen sind oder... Ja, deswegen glaube ich, nehme ich das aus meiner Liste raus und werde vielleicht ein bisschen mehr Handcreme oder so reintun. Aber das werdet ihr dann im nächsten Video sehen, weil ich habe das Gefühl, es wird jetzt langsam langweilig, oder? Weil ich euch jedes Mal die gleichen Sachen zeige. Ja, dann sollte ich mich mal an die Nase nehmen und Sachen aufbrauchen, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, aber zwei Sachen sind leer, also könnt ihr nichts Böses über mich sagen. Zwei Sachen habe ich geschafft. Da kann ich echt stolz auf mich sein. Und die Handcreme wird sicher auch nicht mehr lang brauchen, wenn ich weiterhin sie brav verwende. Ja, ich kann halt nicht zigtausend Handcremes auf einmal verwenden, da werde ich ja deppert. Zum Beispiel die da, also jetzt sieht man wenigstens, dass die ist noch fast voll, ich habe die nur zweimal verwendet bis jetzt. Ja. Aber ich werd mir jetzt wirklich vornehmen, mir ein bisschen mehr Mühe zu geben, mich einzucremen, weil ich merke schon, dass das angenehmer ist, weil ich habe die jetzt, wie gesagt, oben, die da, und es ist angenehmer, wenn man sich eincremt. Ja, nur im Sommer habe ich halt nicht das Bedürfnis, mich einzucremen, weil meine Haut eh das schafft im Sommer. Weil da bin ich ja nicht, habe ich ja nicht so trockene Haut. Im Winter ist es schlimmer. Ja, bevor ich jetzt noch weiter irgendeinen Blödsinn daher laber, auf jeden Fall werde ich die Liste überarbeiten. Und dann irgendwann, wenn ich ein paar Sachen leer habe, werde ich dann ein nächstes Video machen. Ich lasse mir diesmal ein bisschen mehr Zeit. Ich habe nämlich das Gefühl, ich lasse mir nicht so viel Zeit mit dem. Deswegen, ich lasse mir diesmal ein bisschen mehr Zeit. Weil ich glaube, das Video kommt eigentlich relativ gut an und ich werde ein bisschen die Sachen überarbeiten und auch versuchen, alles mehr zu verwenden. Drückt mir die Daumen, dass ich das schaffe. Und dann sehen wir sich im nächsten Video wieder. Bye!